So, Urlaubschecker ferngesteuert aus Ägypten und das während unserer Schlagerwoche hier im Club Paradisio mit Jan und Goofy und vielen Künstlern. Ich bin eigentlich im Urlaub mit meinem kleinen Sohn Moritz, feiere aber ein bisschen mit. Und wenn es natürlich um Urlaubschecker in Ägypten geht und ich gerade in Ägypten bin, dann lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, das alles auch selber zu machen. Und deshalb laufen wir hier gleich durch den Labranda Club Paradisio, stellvertretend für ein Selection, für ein El Luna Selection. Und wir haben ja jetzt während der Schlagerwoche die unterschiedlichsten Orte. Also dreimal finden Konzerte hier direkt am Strand statt. Einmal hatten wir schon ein Konzert in der Marina oder an der Boutique Marina. Und heute Abend gibt es noch ein großes Konzert in El Luna auf dem Marktplatz in Downtown. Das ist ja so das Besondere an El Luna, dass man hier wirklich rausgehen kann. Ja, wenn ansonsten in Ägypten, da ist man irgendwo im Hotel, das ist auch sehr schön. Aber dann hat man natürlich nicht großartig irgendwie die Möglichkeiten, in die Stadt zu fahren. Hier in El Luna kann man sich einfach super und ganz, ganz frei bewegen. Es gibt gar keine Zäune, man kann über irgendwelche Grundstücke laufen. Hier vom Club Paradiso kann man nach Downtown laufen, direkt über den Golfplatz drüber, am Steigenberger vorbei. Also das ist schon wirklich ganz, ganz besonders, die Möglichkeiten, die man hier in El Luna hat. Und wenn man zu faul zum Laufen ist, dann nimmt man sich einfach die Tuk-Tuks. Da kostet es dann 15 Pfund, das sind ungefähr knapp 1 Euro mit dem jetzigen Umrechnungskurs. Und dann kann man sich einmal durch ganz El Luna fahren lassen. Hier gibt es eine Brauerei, es gibt eine Sekt- und eine Weinkälterei hier in El Luna. Das ist von der UNESCO und von der UNO, von der UN ausgezeichnet hier als grüne Stadt. So, und jetzt sind wir auch live on air, von daher viele Grüße nach München ins Studio. Und schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wir machen den Urlaubschecker ferngesteuert. Heute zu diesem Produkt, zu dem El Luna 4-Sterne-Selection. Da sind ja 3 Hotels mit dabei. Das ist das Sonnenklar-TV-Hotel Bellevue Beach, direkt am Strand gelegen, das Sultan Bay. Und hier, wo ich mich gerade befinde, der Labranda Club Paradisio. Alle Hotels sind absolut gleichwertig. Alle weit über 90% Weiterempfehlungsrate bei Holiday Check. Und dadurch, dass wir nicht so viel Zeit haben, durch alle Hotels zu rennen, stellvertretend heute den Urlaubschecker hier für den Labranda Club Paradiso. Ihr verzeiht mir die Sonnenbrille, wir haben gestern ein bisschen gefeiert, von daher sieht man meine Augen sowieso nicht, auch wenn ich sie abnehmen würde. Ja. Aber wir gehen einfach mal los und erstmal hier ein toller Blick auf den Pool, im Hintergrund das Meer. Ist eine schöne familiäre Anlage, genauso wie die anderen beiden Hotels auch. Ne? Eher kleinere Hotels, ruhig, ja? Keine große Party oder Animation, sondern hier geht es eher darum zu relaxen und den Urlaub einfach richtig schön zu genießen. Die Sarah, kennt ihr von Social Klar, die assistiert mir heute, die hält gerade die Kamera, aber ich nehme die jetzt ab, oder? Du wirst so groß, meine Arme werden langsam schlapp. Ja, ich bin so groß. Okay. Ich nehme dir die Kamera ab und wir laufen ein bisschen durchs Hotel. Genau. Also das ist die Terrasse, wo man hier auch abends ein bisschen sitzen kann. Da geht es zur Rezeption rein. Aber eine Rezeption ist einfach nur eine Rezeption. Das erspare ich mir jetzt. Tolle Mitarbeiter dort. Übrigens, das wahnsinnig Faszinierende hier, finde ich, in Ägypten und besonders hier in diesem Haus und auch in den anderen beiden Häusern, es wird sehr gut Deutsch gesprochen bei den Mitarbeitern. Klar kann man mit denen jetzt keine stundenlange Diskussion führen. Dafür reichen die Kenntnisse nicht. Aber um zu bestellen und so weiter, funktioniert das alles ganz gut. Übrigens, das, was man da sieht, da dürfen die Gäste essen gehen. Das gehört zum, das ist der Golfturm vom Golfplatz. Und dahinter befindet sich dann das Steigenberger Hotel. Und da kann man ja, wenn man hier zu Gast im Labranda Club Paradisio ist, kann man ja auch hier essen gehen, drüben im Steigenberger Hotel und in diesem Golfturm. Da ist ein à la carte Restaurant, das kann man benutzen. Jetzt gehen wir mal zu den Zimmern, schauen uns das mal an, wie so ein Zimmer stellvertretend aussieht. Wir haben ja bei dem Produkt ein Upgrade auf ein Doppelzimmer Poolblick. Von daher gucken wir mal, ob wir jetzt gleich hier einen Poolblick haben. Und hier sieht man übrigens, überall hier sind Rampen, auch für Rollstuhlfahrer oder für Gäste, die nicht so gut zu Fuß sind. Alle Hotels sind so gebaut, dass sie auch für behinderte Gäste oder gehbehinderte Gäste oder die nicht mehr so gut zu Fuß sind, absolut geeignet sind. Kann man sich super hier fortbewegen. Welche Zimmernummer haben wir eigentlich, Sarah? 228.
228. So, hier ist 225. Hallo. Hallo. Na? Alles gut? Ja, bei euch? Auch gut, ja. Super. Ja, finde ich auch. Ja, viele Gäste natürlich hier, gerade in den Häusern, fast ausschließlich deutschsprachige Gäste. Also kein internationales Publikum, sondern hier wird Deutsch gesprochen. So, 228 ist unsere Zimmernummer und deshalb gehen wir da auch direkt mal rein. Es ist rot. Ah, es ist rot. Sarah, es ist rot. Okay, dann zeige ich euch noch hier ein bisschen die Anlage. Genau, hier geht es zu den einzelnen Zimmern. Klar, Palmen ohne Ende. Und schaut mal, seht ihr das da oben? Wie geht das denn hoch? Warte mal. Lass ich mal schauen. Schupp. Gut. Da oben, das ist keine Palme, sondern das sind Mobilfunkmasten. Ich gehe mal ein bisschen weiter, genau. Okay, Zimmerschlüssel funktioniert nicht. Von daher laufe ich mal ein bisschen weiter mit euch durch die Anlage. Genau. Ja, ich meine, was soll ich euch erzählen? Hier geht es zu den einzelnen Zimmern. Aber man sieht, das ist alles super gepflegt und man hört hier auch im Hintergrund, es ist alles sehr ruhig. Ja? Ich mag das ja, kein Stress im Urlaub und einfach richtig schön entspannen. Und hier passt es übrigens gut, hier ist so eine Übersichtstafel, die liegt gerade auf dem Weg. Wir befinden uns jetzt ungefähr hier, ja? Und gehen jetzt, hier ist der eine Pool, den ihr gerade gesehen habt, und gehen jetzt hier zum Strand. Hier sieht man auch noch einen anderen Pool. Hier können die Zimmer sein mit Poolblick zu dem Pool oder sie können aber auch zu dem Pool sein, ganz unterschiedlich. Und hier auf einer kleinen Insel gelegen, da ist das Hauptrestaurant. Und ja, wir laufen einfach mal ein bisschen weiter durch die Anlage. Es gibt die Möglichkeit, Boccia zu spielen, es gibt die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen, es gibt einen Beachvolleyballplatz, Tennis, also wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ein super Spa-Bereich, den man hat. Und auch hier sieht man einfach super, super schön gepflegt die Anlage. Viele Gärtner hier, die sich täglich darum kümmern. Es blüht und grünt und ja. Und wie immer im Urlaub finde ich, Palmen machen es einfach richtig schön. Da kommt man doch sofort in Urlaubsstimmung, oder? Genau, gehen wir mal weiter. Da ist das Restaurant, was ich angesprochen habe, auf dieser Insel. Da huschen wir einmal durch. Ich weiß gar nicht, ob schon Mittagszeit ist, weil wir sind ja hier eine Stunde weiter in Ägypten im Winter. Im Sommer ist die Zeit ja gleich, wie in Deutschland auch. Aber im Winter ist Ägypten jetzt gerade 12.40 Uhr oder was wir haben, 12.35 Uhr. So, gehen wir mal durch. Einmal durchs Restaurant. Übrigens die Küche hier wirklich ausgezeichnet. Und was ich loben muss, der Chefkoch hier ist immer bei den Gästen. Der ist immer nah am Gast und ich finde, das ist ein super Zeichen, wenn man sich einfach den Gästen zeigt, zur Verfügung steht, für Fragen. Und das zeigt eben auch, was für eine Qualität hier ist. So, die Gäste möchte ich jetzt gar nicht lange stören beim Essen, aber ich wollte euch das zumindest einmal kurz zeigen, das Restaurant, wie es aussieht. Heute arabische Nacht, immer verschiedene Themen natürlich. Genau, hier gibt es Salate, auf der Seite Desserts. Und so sieht es dann zum Beispiel aus. Ah genau, da gehen wir mal rein. So, hier sitzt man dann abends beim Essen oder auch mittags wie jetzt beim Mittagessen oder auch beim Frühstück. Und was ist denn? Was gibt es denn Besseres, als so einen Blick rauszuhaben, wenn man beim Frühstück sitzt, so den Tag zu beginnen, oder? Also, das ist schon wirklich perfekt. Genau. Mit immer Live-Cooking tagsüber. Hallo, hallo. Live-Cooking gibt es hier natürlich, aber eben auch ganz normale Sachen vom Buffet. Ja? Da wird alles frisch gemacht. Sehr gut. Hallo Sarah. Hallo, ich habe alles geregelt. Karte du hast alles wieder. Geregelt? Karte funktioniert wieder. Das ist toll. Dann gehen wir dann aber zum Schluss hin, oder? Ja, das machen wir zum Schluss. Das war aber die Strandrunde, oder?
Ja, sehr gut. Ich bleibe, aber ich würde dann am liebsten am Strand bleiben und direkt ins Meer springen. Ich kann nicht, Marc. Du bist jetzt gerade hier, um zu arbeiten. Ich will, ja. Das ist super. Wir haben noch 5 Minuten mehr. Hallo. So, also wir sind noch 5 Minuten auf Sendung, habe ich gehört. Für all diejenigen, die jetzt am Fernseher zuschauen oder am Fernsehen, den sei gesagt, ihr könnt weiterschauen auf Facebook, auf der Facebook-Seite von Sonnenklar TV. Einfach Fan werden oder Gefällt mir drücken und dann könnt ihr euch sowohl das Video später nochmal anschauen, als aber auch weiterhin live dabei sein. Wir machen einmal eine ganze Tour durchs Hotel und gehen jetzt zum Strand. Lauter reden, Mann. Und da ist noch eine weitere Essensmöglichkeit, auch mittags. Da kann man sich dann à la carte Pasta bestellen oder à la carte Pizza bestellen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Mit den verschiedenen Zutaten, kostet keinen Cent extra. Und dann sitzt man hier draußen beim Mittagessen und kann dann den Blick auf den Strand und aufs Meer genießen. Und das sehen wir jetzt vor uns. Es gibt übrigens auch eine Tauchschule. Es gibt, man hat die Möglichkeit, Kitesurfen zu gehen und zu lernen. Genau. Und hier sehen wir das Restaurant, wo man dann sitzen kann, drinnen als auch draußen, und dann eben den Blick aufs Meer hat. So, und da sieht man so ein bisschen ganz flach abfallen. Da kann man ewig weit reinlaufen in das Meer. Und genauso hier auf der Seite. Ganz besonders ist, man braucht keine Badeschuhe hier. Und schaut euch das mal da vorne an. Ja, je nach Ebbe und Flut sind die Liegen ein bisschen im Wasser. Jetzt ist gerade Flut. Und wenn Ebbe ist, ist die Insel da hinten ein bisschen größer. Also ganz, ganz toll. Und man kann eben ohne Badeschuhe ins Meer gehen und hier schwimmen gehen. Und das ist für ägyptische Verhältnisse nicht selbstverständlich. Und das gilt natürlich auch für die anderen beiden Hotels. Auch da kann man ohne Badeschuhe ins Meer gehen. Hier ist dann die Linie, ne, für Boote, die dürfen nicht näher ranfahren, so dass man auch wirklich hier in Ruhe schwimmen gehen kann. Und schaut euch das mal an. Ist das nicht super? Und das Hotel ist ausgebucht und ich sehe da hinten schon wieder freie Liegen zum Beispiel. Also sowohl am Pool als auch am Strand, es gibt immer freie Liegen. Und das ist natürlich super, dass man hier nicht um 5:30 aufstehen muss, um sich den besten Platz zu reservieren. So, die Gäste stören wir nicht länger. Ja, wenn ihr im Urlaub seid, hättet ihr auch ein Problem damit, glaube ich, wenn ich jetzt hier mit der Kamera rumlaufen würde. Das mache ich ja schon die ganze Zeit. Genau, von daher, Urlaub ist Urlaub, Arbeit ist Arbeit. Aber ich sehe hier schon FC Bayern Handtücher. Passt. Genau. So, und dann einmal machen wir die Runde zum Pool. Ja. Zu einem von 2 Pools. Da ist dann auch das Beachvolleyballfeld auf dem Weg. Da ist ein Kids Club. Ist das der alte Club Paradiese, fragt Dirk Hofelzer. Ja, das ist immer noch der Club Paradiso. Das war früher mal, ganz, ganz früher mal ein Club Med. Und seit einigen Jahren ist es der Club Paradiso und jetzt heißt es La Branda Club Paradiso. Eines von 3 Hotels, was hier in diesem Selection mit drin ist. Das andere ist ja das Sultan Bay und dann gibt es noch das Sonnenklar TV Bellevue Beach. Hier ist übrigens die Bühne, wo immer die Konzerte sind. Fragt gerade jemand, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, Marc. Wie sind die Preise beim Tauchen? Nee, weiß ich nicht. Tut mir leid. Wir fragen sie da. Wir fragen es und machen es in die Kommentare, ja. Oder? Wir erkundigen uns. So, hier ist übrigens Kids Club, Spielecke, ganz wichtig, natürlich im Schatten. Ja, weil klar, in Ägypten scheint immer die Sonne. Und da ist es natürlich für die Kinder angenehmer, im Schatten zu spielen. Und hier auch ganz lustig, das ist ein Kicker. Ein Menschenkicker. Wird morgen gespielt mit Jan und Frank. Mit Jan und Frank, die spielen hier morgen Kicker. Ja, super. Kicker. Eine lustige Idee, habe ich noch nie gesehen. So, und da kommen wir jetzt so langsam zum Pool. Und auch hier sieht man, ja, die bauen gerade unsere Bühne wieder auf. Deshalb haben wir im Hintergrund ein Fahrzeug, aber sonst ist es natürlich immer schön, schön ruhig hier. Hallo. So, hier haben wir den Pool. Dankeschön. Und auch hier sieht man, da im Hintergrund, nichts reserviert, noch Liegen frei. Und das Hotel, wie gesagt, ist ausgebucht. So, Poolbar.
Kann man was trinken? Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo Moritz. Hallo. Viel Spaß beim Spiel. So, so ein bisschen eine Bühne. So Soft-Animation findet ja statt. Da gibt es mal morgens dann Wassergymnastik und ein bisschen Stretching und so. Und schaut, da haben wir heute begonnen. Also wir sind jetzt einmal fast durch die Anlage durchgelaufen und das in einer Viertelstunde. Also es ist einfach, sind kleine, gemütliche, persönliche Anlagen und das zeichnet sie halt aus. Und das finde ich so sympathisch und toll hier, gerade auch am Club Paradiso, gilt aber auch fürs Sultan Bay oder das Bellevue Beach, das Sonnenklar-TV-Hotel. Das hat ja gerade mal 100 Zimmer. Also wirklich, wirklich toll. So, gehen wir zum Zimmer? Zum Zimmer, ja. Okay, dann gehen wir zum Zimmer, dass wir das auch noch schnell zeigen. Und schön ruhig hier, Sarah, oder? Richtig schön, ja. Außer natürlich, wenn unsere Schlagersause steigt. Ja, wenn unsere, dann ist hier Party. Also erst immer die Künstler und hinterher legt er immer noch der Goofy auf. Oh ja. Und heizt so richtig ein. Tanzt mit den Gästen. Ja. Es macht richtig viel Spaß. Also es macht wirklich viel Spaß. Wirklich. Heute dann Roberto Blanco und Pia Marlow. Ah ja, genau. Highlight genau. Heute und morgen noch Benjamin Beuys. Heißt du? Ja, ja, Benjamin Beuys und Michael Morgen am Morgen. Passenderweise. Übrigens, passt nicht zum Produkt, was gerade eingeblendet ist, aber wer ansonsten mal auf einem unserer Events dabei sein möchte, zum Beispiel die Goldene Sonne am 25. April nächsten Jahres. Ich glaube, ein paar Restkarten gibt es dafür noch. Freuen wir uns. Ja, da sind auch wieder der Jan ist dabei, ich bin dabei, Jenny ist dabei, die Sarah ist dabei. Goofy glaube ich nicht. Der macht Urlaub in der Karibik zu der Zeit. Wer kann, der kann. Ja, aber die Mary Amiri ist natürlich wieder dabei, der Kai Petzmann. Ich glaube, der Dirk Löbling, also ganz, ganz viele von Sonnenklar TV. Und es freut mich einfach immer, wenn wir mit unseren Gästen zusammen feiern können und was unternehmen. So. Jetzt versuchen wir nochmal mit der magischen Karte das Zimmer zu öffnen. Oh, sind das noch die gleichen Gäste? Die genießen die Aussicht auf. Die genießen die Aussicht aufs andere Gebäude. Ja. Das ist doch auch schön. 224? Ja. Ach, dann waren wir vorhin falsch. Nein. Sarah? Nein. Ja? Ich hätte auch fangen können. Okay, also. Das ist jetzt ein ganz normales Zimmer, so wie es auch im Paket mit dabei ist, mit Poolblick. Ich zeige euch auch mal eben den Blick. Der kann so sein, aber natürlich auch anders, auf einen anderen Pool. Also leg mich da bitte jetzt nicht fest. Ja. So, gehen wir mal raus. Und dann hat man natürlich hier sogar noch einen Blick aufs Meer. Aber wenn das dieses Zimmer nicht ist, wie gesagt, bitte keine Beschwerden, sondern das kann passieren. Ja, ansonsten, ich finde solche Sachen schön, ne? So kleine Deko-Elemente. Finde ich sehr, auch sehr praktisch, um darauf den Bikini aufzuhängen zum Beispiel. Ja, habe ich nicht. Aber Badehose. So. Genau, sogar zwei Safes für diejenigen, die richtig viel Geld haben. Kommen wir nicht dazu, wir haben nur einen Safe. Genau, also viele Ablage, viel Ablagefläche hier und ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, ich habe richtig viele Bügel. Ja, kann man sich aber, wenn der Bedarf ist, noch mehr geben lassen. Wir sind ja drei Mädels in einem Zimmer, wir haben mehr Bügel gebraucht, die hatten wir innerhalb von 2 Minuten. Ihr habt keine Zimmer, keine Einzelzimmer? Wir haben geteilt uns sechs Zimmer. Okay. So, eine Minibar gibt es, die ist hier nicht gefüllt, aber zumindest kann man was reintun, wenn man denn möchte. Und ein Bad. Ich zeige euch das mal auch, weil... So, A, ja, es ist ein... Auf Instagram Bad zeigen, ja. Ein Föhn da. Dann gibt es Badartikel, kleine, aber trotzdem sollte man natürlich sein eigenes Duschbad mitbringen. Dann finde ich besonders schön, dass dieses Badezimmer ein Fenster hat. Das kann man auch aufmachen, da ist ein Fliegengitter dahinter. Und hier die Dusche ebenerdig, ganz, ganz wichtig. Ja, also für diejenigen auch, die, denen es ein bisschen zu umständlich ist, in eine Badewanne zum Duschen zu steigen oder so. Also hier kann man ebenerdig super hinsetzen, super reingehen und kann sich, wenn man möchte, sogar noch da hinsetzen. Also, so sieht ein Zimmer aus. Schön, schön gestaltet. Sauber natürlich, tolles Personal. Die Jungs, die hier immer sich um die Reinigung kümmern und alles herrichten. So, jetzt gehen wir wieder aus dem Zimmer raus, weil
Da kommen jetzt Gäste. Es ist ja ausgebucht. Das ist das letzte Zimmer, was überhaupt frei war. Ich musste den General Manager um seine Großzügigkeit bitten, dass wir noch eins zeigen können. Wow, du bist so toll. Ich weiß. So, und raus. Ja, ihr seid im Fernsehen. Ja, immer schön lächeln. Immer schön lächeln. So. Ich verabschiede mich. Ja, zeig mir mal, wie das geht. Ich weiß es nicht. Ich bin zwar schon zu alt für so eine Technik. Ich sag dir, wie es geht. Du sagst jetzt einfach ganz artig und nett Tschüss zu unseren Zuschauern. Ich sag ganz artig und nett Tschüss zu unseren Zuschauern. Ich sollte dir doch sagen, wie verabschieden geht. Ja, tschüss. Bis bald.